Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entschuldige bitte. Ja, Ich habe es gerade gemerkt. guten Tag. Ja, genau. Und dann fangen wir doch mal direkt an, oder? Kurz und knackig. Oder? Willst du noch irgendwie. Ja, für den Anfang immer noch der Hinweis, die Newsletter immer mal zu aktivieren oder zu Ja, den Newsletter zu abonnieren. abonnieren. Auf der Also. Collyland-Seite Genau. verlinken wir euch unten drunter. Und unseren Kanal natürlich, dass ihr immer so Genau. die neuesten, tollsten Sachen mitbekommt. Ja, auf Instagram sind wir und auch auf Telegram. Genau. Gut. Ja, das Video wird ein paar Minuten länger. Ja, wir haben hier 9 Ich sehe die Sachen Karte. in der Sehen Sie? Steckdose. Sieht man sie ja. Mehr so teils, ne? Ja, aus organisatorischen Gründen legen wir heute mal was zusammen. Geht gerade nicht anders, von daher sind es heute mal mehr als zwei Geräte. Genau. Machen wir doch mal einfach los, oder? Genau, okay, fangen wir mal einfach mal an. Du, ich, Ich fange du? mich an. Alles klar. Namen haben wir So. noch keine, das wird der Daniel wieder Daniel, festlegen. du schaffst das. Er hat immer so coole Ideen, wir nicht. So. Die Eat Weed Gang haben wir wieder gemacht. Travo-Problem. Ja, die Eat Weed Gang. Und da haben wir hier das erste Modell. Die haben ja Eat Weed Gang, wer das schon ein bisschen mitverfolgt hat bei uns, hat ja schon mitbekommen, dass die Eat Weed Gang ist so eine Kreation von uns, die wird immer mal wieder kommen, wissen wir aber immer noch nicht wann und wie. So, ne? Und Unterscheidungsmerkmale gibt es immer nur kleine. Und hier ist es in dem Fall, sind es die Warzen, die der Axel drauf modelliert hat. Also Und auf dem ganzen Kopf. genau, aber ich finde, es sieht trotzdem total edel aus. Sieht ja auch durch die Glasur. Und die Warzen machen ihn sympathisch, finde ich, ne? It's working. Ah, den Dampf sieht man gerade. Das Licht Ja, ist da habe gerade ich schon alles totale Scheiße. abgedunkelt. Machst du einfach nochmal. Und pustest es so. Ja, im Hintergrund hört man heute mal Ganjo. Ja. Also qualmt ordentlich, aber das Licht ist echt grauenhaft. Jedenfalls, er funktioniert super. Ja, das Genau. erste gute Stück. Mit der Musik durften wir diesmal keine Probleme bekommen. Wir haben diesmal von dem Künstler das okay bekommen. Und das ist ein Freund und ja, der spielt das ganz toll und da lassen wir abends zum Dampfen manchmal seine Musik laufen. Und hat er gesagt, dürft ihr mal benutzen. Und das machen wir jetzt auch, ne? Also, ach ja, hier der nächste. Ja. Jetzt habe ich so abgelenkt. Genau, Wildfire kennt ihr. Ich möchte gleich darauf hinweisen, nein, es ist nicht die Ein-Augen-Optik, ja? Also, es ist einfach nur das Merkmal hier dieses Eat-Weed-Gang-Monsters, dass es einfach nur ein Auge hat. Genau, und den dampfen wir jetzt. Ne? Komplett in Cobblestone das Teil hier hinten. Sieht scharf aus. Ja, bei dir sieht man es wieder besser. Da ist ein bisschen wärmer, ne? Ja, aber er hätte auch. Nee, warte mal, wie warm ist er? 10,4? Aber 10,4. hätte einen Schwung mehr Wasser reingekonnt. Aber trotzdem saugeil. Also, Dampfkunst, super, it's working. Dann machen wir noch gleich den nächsten. Die Nummer 3. Genau. So, da haben wir hier, wissen Sie, wie man den Pate, Opa, der Papa, keine Ahnung. Ein Schnurrbärtchen hat er. Genau. Und ich habe versucht, ganz viel Farbe mit reinzubringen, bei allen insgesamt, dass sie ein bisschen bunter noch werden. Ist diesmal gut geglückt. Farbe ist ja immer cool. Ja. Und das klingt ein bisschen wärmer. Funktioniert erst rein. Wir haben ja schon unsere Favoriten. So Ja. wir überlegen ja auch immer, wenn wir so wie die Serie jetzt oder wie jede andere Serie, ja, welcher geht zuerst weg? Was ist der erste, der ein schönes Zuhause findet? Wir haben auch hier unsere Favoriten, aber meistens irgendwie liegen wir völlig daneben. Ja, wir liegen immer völlig daneben. So, das ist Ja. wie gesagt die Nummer 3. Ja. Wir sagen es gleich, wir haben 5. So, dann mache ich erstmal den, oder? Du, ja. So. Jetzt muss ich mal schauen, weil ich muss die Musik immer weiter. Ja, es ist total höchst professionell.
Naja, gut, ihr kennt uns ja schon. Genau, hier haben wir den nächsten. Ihr seht, der Zylinder macht diesen aus hier. Ja, prima. Wie gesagt, Namen schön, haben wir noch nicht. Schönes Farbtöpfelchen. Geht okay. Sehr gut. Also habt ihr. Ja, der gefällt mir mit dem. Ja. Mit dem Zylinder, der sieht cool aus. Also, die sehen alle cool aus. Ja, wir würden auch gerne mal so Raster. So einen richtigen Hippie drauf machen. Das geht doch nicht. Also vielleicht habe ich eine Idee, damit es geht. Ich habe es dir schon mehrmals gesagt. Lass dir mal die Idee endlich einfallen. Ja, okay. So, vielleicht gibt es das nächste Mal ein Raster. Ja. Also, mein Favorit kommt jetzt von den Fünfen. Tada! Ja, es ist ein Mädchen. Puffmudi. Ja, und die ist so schön bunt. Oh, schön, die gefällt mir. Also ihr könnt sehen, hat eine Schleife im Haar, hat einen Haarreifen im Haar, hat perfekt rosane Haut. Einfach toll. Ja, das erste Mädchen. Die Familie ist groß. Oh Gott. Hat man was gesehen jetzt? Ja, ja. Okay, gut. Ah. Funktioniert gut. Ach Mann. Ein Rocky den Kopf abgenommen heute mal hier. Gut. Ah, super. Wir sind zufrieden. Es hat bei den 5 Geräten alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie schmeckt das? War gut. Ja, die Pfefferminze ist lecker. Ja. So, das waren jetzt die 5 Eat Weed Monster. Im Grunde genommen im Schnelldurchlauf. Ja, wir wollen euch ja nicht so lange voll texten. Ja, wir haben ja am Anfang gesagt, wir müssen aus organisatorischen Gründen mal was zusammenlegen. Deswegen kommt jetzt Teil 2. So, und da haben wir nochmal einen Mini. OAB Mini. Einen Mini, genau. Celestial Blue und Black Cobalt Stone. Schaut cool aus. Ja. Schön clean. Oh, warum clean ist ein bisschen zu wenig Wasser drin, aber? Ja, sag ich doch. Er nebelt trotzdem die Wohnung zu. Ja. Die Nummer 2. Stell den bitte noch mal ein bisschen höher. Den Dampfer zum Schluss noch mal. Nummer 10. 7. Der nächste. Okay. Ah, der nächste. Entschuldigung für die Unterbrechung. So. Dann haben wir hier das nächste Modell. Ja, hier haben wir auch mal ein Experiment gestartet. Und zwar haben wir da auch Black Opal. Ihr kennt das schon von dem Zweihänder. Da haben wir Black Opal mit White Cobblestone genommen. Und hier haben wir einfach mal Black Cobblestone drüber gehauen und wollten mal wissen, wie Schwarz auf Schwarz reagiert. Und es schaut sehr edel aus. Es schaut sehr edel aus. Die Cobblestone-Glasur ist sehr glatt und sehr fein, anders als bei den anderen. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr edel aus. Genau, ich bin dran, ne? Ja. Ach, ich habe immer so Angst. Sie dürfen. Ja, das ist mal wieder ein nettes Experiment geworden. Sehr schönes. Ja, sieht cool aus. Ja, sauber machen wir die natürlich nochmal alle. Ja. Wenn wir sie verpacken, ne, dann werden die nochmal geputzt, vom Tonstaub befreit. Genau. Der liegt hier überall in der Luft. Lässt sich nie vermeiden. Sieh. Gut. Ja, die Nummer 2. Genau. Ja. Und dann nehmen wir noch den hier. Die Nummer 3. Ah, der sitzt nicht richtig. Jetzt. Jetzt. Die Nummer 3. Ah, was hat man da? Wie hieß das?
Kann Spotted ich, Kiwis? Spotted Kiwis kann ich mir nie merken. Und Weikabistan. Und weißes drüber. Ja. Sieht auch schön, schönes Grün geworden. Mhm. Schaut gut aus. Ja. Ja, die Minis sind einfach der Oberknaller. Ja, wir wissen auch nicht, also siehst du auch zu wenig Wasser. Heute hast du aber. Da habe ich mich heute mal irgendwie wassermäßig vertan. Nein, ich es. Habe ich mich zu wenig. Genau, aber das Blubber macht den Vapor ja auch irgendwie aus. Aromatizer. Aromatizer, genau. Ja. Ja. Genau. Ja. Jetzt der letzte zum Schluss. Schönes Ding. Genau, also das waren jetzt die drei Minis. Ja, drei. Die fünf Eat Weed. Oh, ich habe schon wieder die fünf Eat Monster. Ja. Grasfresser. Bande. So, ne? Gehst du? Ah. Und jetzt haben wir noch einen Teil 3. Ja. Jetzt haben wir noch ein wunderschönes Objekt. Einen klassischen. Gemalten. Gemalten. Genau. Hier ist übrigens, das ist auch Spotted Kiwi, ja, die weißen Glasuren. So seht ihr sie mal ohne Kapitel. Ja, genau, von dem Mini, die weißen Glasuren. Und das ist interessant, das, ne? Hier sieht man die blauen Sprenkler, sehr dezent. Aber sobald Cobblestone ins Spiel kommt. Das macht das weiß aus. Eben, das ist das. Überhaupt, das Cobblestone holt da irgendwie. Ich bin immer wieder fasziniert. Genau. Ja, also. Hier habe ich gedacht, mache ich mal so einen coolen Pilz drauf. Mit so einem coolen Stamm, ist auch gut geglückt. Also, wie der aussieht, der muss ja magic sein. Und die Köpfe jeweils. Seht ihr alles? Und die Köpfe jeweils immer mit Cobblestone. Ja, und da ist ein Herz cool dabei. Ich kann es nicht lassen mit meinen Herzen und Blümchen. Das sind aber nur kleine Herzen. Ja. Na, ist eigentlich kein Bonjour. Nee, ist nur ein Herz. Hier drin? Komm, ja, ein Herz halt noch. Ach, das man ist ja. Würde mir verzeihen, ne? Das geht ja. Das geht ja. Genau, also coole Sache. Hat kein Kickloch? Haben alle kein Kickloch? Alle ohne Kickloch. Genau. Nochmal einatmen. Kannst du bei dem mal den Kopf mit runter. Ja. Achso, wenn das Video online ist, sind natürlich die gesamten Geräte im Shop erhältlich. Oh, du hast nie gehustet, ne? Ich werde besser. Ja. Nicht schlecht. Ja, schlecht. Den testest du jetzt nochmal, dass die Leute aussehen. Dass der gut geht. Oder ist das Gras alle? Was sind das? Das ist Kamille. Meine ich doch. Kein Wunder, dass wir jetzt inzwischen Altersbeschränkungen da drin haben. Nein, ist alle. Dann mach neues das rein. Das war kein aktuelles. Das müssen wir jetzt zeigen, dass die Kamille geht. Los. Zack, zack. Husch, husch. Dann machen wir nochmal einen kleinen Schwung Wasser Kamille, rein. Kamille, bitte. Achso. Ja, ihr müsst einen kleinen Augenblick warten. Wir wollen ja zeigen, dass es. Machen wir noch einen Schwung Wasser rein? Also. Ja. Oh Gott, ich bin gerade überfordert. Wo ist denn das Wasser? Wo hast du denn das hingestellt? Ach, hier. Ja. Ups. Das sind immer unsere Wassergalonen, ne? Damit gehen wir immer zur Quelle und holen unser Wasser. Ja, wir wissen, es ist Plastik. Aber wenn da mal was runterfällt. Ja. Wir sind selber nicht glücklich darüber, aber. Die gehen nie so schnell kaputt. Das ist halt. Genau. So. War so drin? Mhm. Ja. Ja, dann hätte er noch einen Schwung mehr rein können. Jetzt geht's wieder. Also, die Kamille war alle? Ja. Ach, die Hände wieder. So. Ja, war alle. Na, Micky? Ja. Huch. Ja. Okay. So. Ich hoffe, achso, den stellen wir wieder raus. Ja. So, wir hoffen, euch haben die Geräte genauso gut gefallen, wie sie uns gefallen. Sind sehr zufrieden. Ja. Ja. Dann verabschieden wir uns. Ne? Denkt dran, Abo da lassen und den Newsletter abonnieren. Ja. Und wie gesagt, im Hintergrund lief Ganjo, der Künstlername von unserem Kumpel.
Brauche jetzt eine Liebe hier, ne? Ja, genau. In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Oh Gott. Ciao. Ciao.